Willkommen zurück bei The Last of Us. Wir haben ein paar neue Freunde gefunden. Das ist doch mal echt was Schönes. Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Wir mussten weg. Da sieht es jetzt vermutlich wie hier aus. Ich will mich doch noch umgucken. Warte kurz. Hier gibt's nämlich noch was. Molotovs verbessert. Mal sehen, Molotow-Handbuch Band 1, verbesserte Radius von Brandbomben, Konstruktion, bei allen Brandsätzen muss auf die Konstruktion geachtet werden, um eine einwandfreie Detonation zu gewährleisten. Sehr schön. Das ist doch was Interessantes hier, wo seid ihr überhaupt hin? Flachbild. Schön. Schön, schön. Hier gibt's nichts mehr, glaube ich. Was haben wir denn hier für ein Bild? Oh, zwei Papageien. Hey, Lora. Lora will ein Cracker. Cracker. Oh, ein Kinderzimmer. Gucken wir uns mal hier Fotos an. Das sind Katzen. Was ist da ganz links? Irgendwie erkenne ich das nicht richtig. Das sieht für mich so verwirrt aus. Naja, egal. Sonst noch was? Nee. Hübsches Kinderzimmer, aber sonst nichts. Da warten sie auf mich. Natürlich bin ich wieder mal der Letzte, aber man weiß ja nie, was es hier so gibt, oder? Tut mir leid, Freunde, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Wir kommen ja gleich. Und zwar jetzt. Oh, ein Teddy. Oh, Teddy. Was haben wir hier? Was ist das? Sieht aus wie ein Dackel oder so. Keine Ahnung. Hier ein Elefant und ein Löwe. Oh, wie schön. Naja, okay. Was haben wir hier noch für ein Bild? Ah ja, das sind irgendwie komische Bilder. Hier haben wir einen Indianer. Torero. Was ist das hier genau? Ach, der Stierkopf abgehauen oder was? Naja, egal. Wir gehen jetzt. Direkt nebenan stehen sie immer wach. Na toll. Will aber nicht mehr kämpfen. Ich habe es so satt. Sind alle so böse Menschen. Okay, hier geht's nicht weiter. Und du hast nur deine Tochter? Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Ja, versprochen ist versprochen. Seid alle mal leise. Weg von dem Fenster. Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Ellie, du kannst mitnehmen, was du willst. Mir doch egal. Weit ist es noch. Nicht weit. Nicht mal weit. Was haben wir hier so? Schach. Ja, toll. Will aber jetzt kein Schach spielen. Das war doch ein cooler Roboter. Na gut, dann halt nicht. Da hätte man ja ruhig was mitnehmen können. Der ist ein bisschen sehr streng. Ah, oh, guck mal. Ah, oh, kennt ihr die auch? Da konnte man auch die Buchstaben rausdrücken und hier diese Dinge konnte man halt so aneinander stecken und Würfel und so bauen. Ha! Das gab's bei uns auch in der Nähe in so einem Restaurant. Was haben wir hier? Starlight. Tja, am Anfang musste ich gerade an Star Wars denken. Ein Panzer? Mann, ist das cool hier. Ah, oh, hey, cool. Ha, ah, guck mal. Ah, wir haben Easter Eggs gefunden. Hier, Uncharted. Und hier, Jack and Dexter. Ha, beides natürlich Spiele von Naughty Dog, ist ja klar. Sehr geile Spiele, sehr geile Spiele. Das müsste der dritte Uncharted-Teil sein. Ach, cool.
Ja, es lohnt sich. Ach, hier noch ein Jack and Dexter Spiel. Was ist da unten? Das erkenne ich nicht richtig. Ah, das ist cool. Wir haben ein paar Easter Eggs gefunden hier. Sehr schön. Lohnt sich doch ein bisschen, um zu gucken. Über sowas freue ich mich ja immer. Hier ist noch das Uncharted Spiel. Squad Game. Sieht aus wie vom Multiplayer. Sehr cool. Ich glaube, sonst ist es nicht. Jedenfalls sagt mir der Rest nichts. Was ist das hier? The Turning? Hm, nee, ich dachte gerade an etwas, aber nee. Glaub nicht. Egal. Sehr, sehr cool. Habe ich mich gerade richtig darüber gefreut. Na dann, ich hoffe, ihr habt euch auch gefreut über dieses Easter Egg. Wuhu, wir sind gut, wir haben was entdeckt. Shit. Ellie, gib uns Deckung. Na klar. Sam, wo sind die anderen? Bleib bei ihr. Sie wollten okay. Noch mal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ich gehe hier lang. Such da unten. Das sind drei Leute. Ja, komm, das kriegen wir noch hin. Oh, der kommt. Ich verstecke mich in der Ecke. Ja, komm her. Komm her, Kumpel, komm her. Hier hinten schnappen wir dich. Oh, jetzt kehrt er um. Kann ich da einfach hin? Ich glaube schon, ich könnte ihn holen. Wenn er sich jetzt nicht umdreht. Wow, das war knapp. Sieht uns keiner, sehr gut. Gut gemacht, Joel. So will ich das immer von dir sehen. Da ist noch einer, da sind die beiden. Verkloppen wäre eine Option, aber sicher nicht die beste. Das war knapp. Der sieht mich gleich. Ich hab mich nicht gesehen. Oh, Scheiße. Komm her. Ach, du bist ja Sam. Entschuldigung, Sam. Ich dachte, du wärst jemand anderes. Da hinten ist er. Komm doch nach vorne. Du weißt doch gar nicht, wo wir sind. Obwohl wir hier so auffällig stehen. Nein, daneben geschlagen. Wie blöd bist du eigentlich, Joel? Menno. Hey, bleib cool, Mann. Nö. Immer bleibe gar nicht cool. Bist ein Arsch. Nicht. Doch, sowas von. Tschüss. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Danke, danke. Okay, es geht da hoch. Ich komme gleich. Ah, warte noch schnell eine Sekunde. Oh, ein Häuschen, Spielzeughäuschen. Ich will eine Runde spielen. Aber wir haben keine Zeit zum Spielen, leider. Wobei wir hier auch spielen, aber das ist etwas anderes. Gib mir Deckung, ich gehe an! Komm her! Ha, Idiot! Was für ein Volltrottel! Schön, dass du mir genauso vor dran gesprungen bist. Das war sehr nett von dir, Kumpel. Wow. Du hast mich nicht getroffen. Nicht so treffsicher, was? So, der hat natürlich keine Munition mehr. Ganz klar. Gut, ich sehe keinen. Eigentlich ist ja der Lauschmodus, das heißt eigentlich wie hören niemand. Ist das wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ich habe einen Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Ich habe einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Schau gerade rein. Jo, gleich. Komm hier doch. Ja, gleich, habe ich doch gesagt. Jetzt warte doch. Wie alt bist du? Ich? Wie alt bist du? Okay, da ist nichts. Oh, du bist 14, hm? Ja. Okay. Wirklich? Architektenbüro oder was los? Sieht so aus irgendwie.
Ha, Architektur, wusste ich doch. Na gut, war jetzt auch nicht schwer zu erraten. Ist das? Kann man nicht mitnehmen, schade. Also auffällig. Ist das die Golden Gate Bridge? Cooles Bücherregal, das hat ja mal Style hier. Hey, das ist ja richtig geil. Sollte man sich merken. Was gibt's hier? Oh, natürlich ein paar Sachen. Stühle einfach mal umschmeißen, ist ja sowieso egal mittlerweile. Was haben wir hier? Hot! Irgendwas. Auf jeden Fall scharfe Soße, wie es aussieht. Das sieht aus wie Popcornbecher. Naja. Bücherregal. Sonst gibt's hier nichts, glaube ich. Echt? Na, da bin ich ja gespannt. Mach mal auf. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm, sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten, bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Es muss gehen. Oh, halt, halt, halt. Wow. Ich kann es gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Klingt nach einem Plan. Sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Von mir aus kann's losgehen. Na, bei mir, okay. Gibt's hier denn nichts mehr? Hast du das schon mal gemacht? Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Tja, das hoffen wir alle. Und ob uns die Flucht gelingt aus der Stadt, erfahren wir dann wohl und übel erst in der nächsten Folge. Tut mir leid, Freunde, aber diese Folge hier machen wir wieder mal normal. Die letzte war schon ja schon mehr als genug lang. Oder so. Auf jeden Fall hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao. Und wir haben ja sowieso ein Easter Egg gefunden. Ich meine, das lohnt sich ja schon. Also, da gibt's ja schon genug Freude für diese Folge, ne?
Vielleicht finden wir ja noch eins in diesem Spiel. Wir werden es sehen. Bis dahin. Bye.